What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Wir sollen uns zu Charles begeben, den kennen wir ja bereits. Haben ordentlich Scharmütze hier bei den Familienstreitigkeiten angerichtet zwischen den Grays und den Braithwaites. Und jetzt geht es darum, rauszufinden, wie aber diese Kopfgeldjäger-Angelegenheit. Also, wollen wir mal auch mehr in Erfahrung bringen hier bei Charles. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Na, dann komm mal mit. Und Krivev, an dich ein fettes Dankeschön für deinen Sub hier. Herzlichen Dank für den Support bei Twitch. So, ab die Post. Wo kommt der Charles? Charles ist ja übrigens halber Indianer auch. Er kennt sich jetzt sehr gut mit Tieren aus. Wir waren mit ihm ja auch die Bisons jagen und so weiter. Richtig, richtig cool. Jetzt sollen wir zu Trelawneys Aufenthaltsort. Mensch, Mensch, Mensch. Das mit den Feldern, das sitzt mir ja noch in den Knochen, ne? Wie wir da die Tabakfelder abgebrannt haben. Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but... Eine Sekunde, ich markiere mal ganz kurz hier den Wegpunkt. Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Fear not. He's just a cockroach in fancy breeches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. Trelawney, der alte Hund. Den holen wir uns. Gut, der ist ja, also da müssen wir mehr Informationen rausbringen. Ich glaube, das gibt noch alles eine sehr interessante Geschichte, die sich jetzt verknüpfen wird hier. Vielleicht auch nochmal verknüpft mit den Grays und den Braithwaites, den Familien, die hier das Land beherrschen. Und die größte Erzrivalen sind. Oh ja, und die eine Familie hat jetzt kein Tabakfeld mehr, würde ich auch mal in den Raum werfen. Whoa. Hey Charles. Mal mehr reden will er übrigens gar nicht mit uns. Manchmal kann man die Leute ja noch ausfragen. Und dann noch bestimmte Sachen. Und hier sind wir aber auch direkt schon beim Örtchen. Bei der Mission. Okay. Na, ja, gar nicht so schlecht hier, oder? Bisschen zugemüllt, aber sonst ein süßes Fleckchen. Someone got here first. Oh oh. So it's... By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Shit. This don't look so good. Well, he clearly ain't here, so where is he? Let's take a look around. Ich nehme erstmal die Pomade, ey. Da können wir uns endlich mal die Haare stylen. Und viele haben schon geschrieben, wir sollen uns mal jetzt langsam hier rasieren. Wo hast du einen Hinweis?
Eine Notiz? Mhm. Common Stock, okay. Oh. You see anything there? Bergbaugesellschaftszertifikat. Hm, irgendwas mit Aktien, okay, ich verstehe. Minenanteil Urkunde. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. Na, wir schauen uns hier auf jeden Fall mal kompletto um. Hm, hier ist aber nichts. Angebrochenes Schlangenöl, das kann er behalten. So, machen wir mal Adlauge tatsächlich eine Action. Da vorne am Bett ist tatsächlich doch noch mehr zu sehen. Hier vorne auch. Nee. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. Hm. Look. Tracks. Come on. Ich will das hier noch weiter. Bed's not made, so he must have been here recently. Aber das heißt ja nicht viel, wenn das Bett nicht gemacht ist. Hier ist auch noch was. There's some blood here. That ain't good. What are you doing? Let's go. Okay, gibt's hier nicht viel zu holen. Lass uns abhauen, oder? Ein paar Äpfel, ein paar Apfel für Rossi. Wo war der denn jetzt hier? Da ist er. Da, den nehmen wir doch. Der ist doch vom Tisch gefallen, den gönnen wir uns, ne? Rossi, guck mal, ich hab hier was Schönes für dich. Willst du für ihn Äpfel? Ich habe noch ein paar andere Sachen, ne, im Angebot. Hier, aber den kriegst du. Ja. Da, hast du verdient. They went down the path here. Okay, knallharte Cowboys, weiter geht die Reise. Der Fährte folgen. How's your tracking these days? All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. Mhm. Folgen wir mal weiter den Spuren. Yeah. Dank Adlerauge sind wir ja gute Tracker, obwohl der Charles es eigentlich viel besser kann. When me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure about that. See? They must have crossed over the tracks. Hmm, und die Spuren führen hier lang. Huh. They seem to head into the forest now. Guck mal, da sitzt doch jemand. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. Hallo, die Herren. What are you doing? Moment mal. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal, oder? Doch, komm, okay. Eine Kamera haben wir eh dabei, das reicht. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Mhm, das gibt Ärger. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Ouch. Das war mein Hut, du Arschloch. Du weißt wie ungern ich das mag, wenn man mir meinen Hut vom Schädel drümmert hier. So, Anna ist down. War dumm. Alter, Charles. Where is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell.
Better tell me now, you son of a bitch. Okay, okay, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Soll ich ihn freilassen? Oder? Ja, er hat ihn ja nicht umgebracht. Let me see you again, you hear me? You got lucky there, my friend. So, wo ist mein Hut? Da vorne. In die Matsche gepumpt, wisst ihr? Unverschämtheit. Ah, Mann, immer muss man hier zum Äußersten. Zum Äußersten greifen, ey. Ist doch wirklich so. Okay, komm, weiter geht's. Der ist irgendwo da bei den Maisfeldern. Come on, let's go. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Yes. I've spent enough time there. After you, then. Yeah. Ja, wir haben ihn mal laufen lassen noch. Wir können den Typen natürlich umbringen. I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent, keeping fish on the line. Der Trelawney, der ist ein Vogel. Ja, seine eigene Schwester würde er für Fahrkarten verkaufen. Da ist auf jeden Fall was dran, denke ich. Und ich würde sagen, das lief jetzt nicht so gut bisher, ne? Wir hoffen mal, dass wir ihn jetzt irgendwie hier bei diesen Maisfeldern finden. Dem Braithwaites Anwesen geht es ja eigentlich noch ganz gut. Dem Grey Anwesen mit den Tabakpflanzen, die haben besonders gelitten. Mag ja die Musik so, ne? Die ist so cool. Und auch immer unterschiedlich. Es sind so viele unterschiedliche Songs gemacht worden auch. Viele Gitarrenstücke. That must be it. Und jedes Klischee von einem Wild-West-Film ist auch dabei. Wirklich jedes. Whoa. In irgendeiner Mission. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive? Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Look, go get them, Arthur. I can handle this. Go deal with them, my brothers! Don't let them get away. Could've... told them anything. They've gone into the cornfields. We need to flush them out. Jetzt wird's interessant. Da ist er. Goddamn, these sons of bitches. So kann man das so eigentlich sehen, das Kornfeld? Boah, ist ja tricky jetzt. Ah, da. Nee, das ist unser Freund. Hast du irgendwie gesehen oder was machst du hier? You wait till I find you. They're gonna get away. Let's find them.
Da vorne ist ein Vogel gewesen. Das ist ein richtiges Versteckspiel, Mais. Alter. Jetzt kommt noch die Dingspuppe da. Da hinten? Das kann doch nicht wahr sein. Da, da. Da ist er. Alter, diese kleinen Verstecke. Und fettes Dank an Kenway. Vielen Dank für deinen Sub hier bei Twitch. Willkommen in der Crew. This way? Okay, dann schauen wir mal hier. Ob's that way ist. Hi! We got one more, Charles! Schnapp mir direkt sein Zeug. Alter, tricky Nummer. Welche Birds meint er? Welche Vögel? Geile Mission, wirklich. Hast du da was gesehen? Ja, hast du was gesehen, Charles? Da ist nur der eine. Na, hier soll er drin sein, angeblich. Okay, das ist die Ausrüstung. Boah! Alter! Geile Nummer. He's mine. Let me take him. Let me get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Whoa. Come on. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Mann, danke, Charles, Alter. Shit. Thank you. Der ist ein Guter. You okay? Yeah, I'm fine. Oh. Verdammt. Gunshots are coming from that barn. Ihr Schweine. So ein hinterlistiger, mieser Angriff. Da oben. Herr Charles räumt da drin auf. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Oh. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. Mm. So I heard. Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Wir haben gerade ein seltenes Gewehr gefunden, Leute. Das will ich mal ausprobieren. Autsch. Na, lass mal kurz hier, wer weiß, was noch passiert, dass hier auf jeden Fall weiterarbeiten. Bolt Action. Das hat eine gute Durchschlagskraft, das gefällt mir. Sehr schönes Gewehr. Ein richtig krasses Gewehr haben wir jetzt gefunden. Das ist ja geil. Gucken wir uns das nochmal an, genau. Die Werte auch mal. Guck mal. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gerät. Mega dead. Ultra Damage, ey. Der Zustand ist perfekt. Schönes Wäffelchen. Guck mal, was ich hier gefunden habe, Charles. Richtig geil, oder? Freust du dich, ne?
Mr. Trelawney, where are you? Over here, dear boy. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but... Well, even that ain't the way I remember it. Na, er wird ein bisschen wehmütig, unser Arthur, ne? Der Westen geht immer mehr verloren und die Zivilisation kehrt ein. Auch hier. Das ging so schnell in dieser Zeit, ne? Es ist ja echt eine Zeit gewesen, in der die Entwicklung einfach mega rasant fortgeschritten ist. Bei 300 Jahren wurde sich überhaupt nicht so richtig in den Westen getraut und dann fatz. Und dann plötzlich Riesenstädte und so weiter und so fort. So, was haben wir denn jetzt hier noch eigentlich an Missionchen hier? Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Hier ist auch noch eine fremde Person. Da könnten wir direkt hinwatscheln. Gibt aber noch ein bisschen was anderes. Und zwar müssen wir jetzt hier noch, ne, John Marston, da müssen wir noch für die Grace die Nummer machen. Und Mika will auch noch was von uns, ja. Das ist doch so nicht schlecht. Und Josiah, der Trelawney, den wir ja gerettet haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir würden sagen, wir gehen mal rüber hier. Gucken wir, wer da auf uns wartet, oder? Gucken wir da mal hin. Ain't been too many Federals coming through. Might have got some horse sense. Die nächste PowerPoint, genau. Stop right where you are. Hä? Was? Should have known you'd back out so soon. Ja, ihr bleibt mal lieber locker. Und was geht hier vorne? Hier geht ja überall was in der City gerade. Ich auch mal vorbeischauen. Ich lass mir ungern mal so gehen. Ach, guck mal, ja. Das ist noch ein anderer Kriegsveteran. Hey, Mister. Will you give me some money? Ja, natürlich. Sure. Wir hatten ja auch den einen, der unbedingt unser Freund sein wollte. Thank you. Say, where you from? Around. Ain't from around here. Yeah, it was you I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Ja, der Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten, Nord gegen Südstaaten. Vor allem ging es da um den Sklaven. Ja, Sklavenhandel kann man nicht sagen, Sklavenhaltung vielmehr. Ja, und die Südstaaten hatten viel mehr Sklaven halt, weil die halt Farmländer hatten. Es ging natürlich auch noch um viele andere Punkte, aber das war wohl der größte. Und da wurde auch Präsident Abe Lincoln der Nordstaaten ganz groß und bekannt. War nachher auch erschossen worden. Guck mal hier. Seht ihr den Haufen hier? Köstlich, oder? Boah. Okay, wen haben wir denn hier? Können wir dir irgendwie weiterhelfen, mein Lieber? You okay there, mister? You need me to move. Move?
Am I sitting in the wrong place? Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all, big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. Well, that ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But... no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Mhm. Ach nein, wir kommen doch nicht in irgendwelche Schwierigkeiten wegen ihnen. Das wäre... Are you looking for that fellow's wagon? Ja. I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Okay, thanks. Macomb's End. Da wollen wir mal reinschnieken. So. Ist da vorne. Ja, da reiten wir jetzt auf jeden Fall noch vorbei. Oder seid ihr dabei, Freunde, hier? Live und direkt. Zack. Aufs Pferdchen. Im schönen Rhodes. Wo der Nebel eingezogen ist über die Stadt. Das sieht ja auch schön aus, wenn der Nebel so drüber liegt. Oh, wen haben wir denn das? Was ist das? Ich kann jetzt kaum sagen, leider, wer das ist, aber scheint eine Persönlichkeit gewesen zu sein. Sieht ein bisschen nach Soldatendenkmal aus oder so. Haben wir auch drüber geredet, über den Bürgerkrieg, die Nord- und die Südstaaten und so weiter. Ja, und das war eigentlich ja... Ja gut, die hatten nochmal, glaube ich, die Amerikaner nochmal so einen gewissen Krieg gegen, gegen die Spanier halt, ne? So, da war ja auch ein Krieg. Weil sie da ja, die Region im Süden teilweise in Anführungszeichen, wie sie es nennen, befreit haben oder was auch immer. Oder von den Spaniern abgeluchst. Spanier waren ja auch irgendwann geschwächt und haben ja ihre ganzen Kolonien verloren. Und ganz Südamerika war ja größtenteils von den Spaniern dominiert. Ein bisschen portugiesisch und ein paar natürlich andere Staaten Europas haben sie auch bereit gemacht. Aber die Spanier waren schon mal dick im Rennen. Und in jener Zeit hier haben sie quasi ihr ganzes Imperium schon längst verloren. Ja, einen US-Mexikanischen Krieg gab es auch, ne? Schon ganz cool. Und da gibt es ja dieses Spiel, vielleicht die Älteren, habe ich schon mal angesprochen. North and South, die Älteren von euch kennen das vielleicht noch. Das war damals auf dem Amiga oder C64. Hat sau Laune gemacht. So, da vorne sind wir auch schon. Sieht auch cool aus, ne? Hier ist Sumpfgebiet. Ich war ja auch mal in der Region von New Orleans, Louisiana, vor dem Hurricane, kurz davor. Ey, das ist so schön da in Louisiana. Diese Trauerweiden in diesen Sumpfgebieten und so, wow. Können sich echt gut anschauen. Ist jetzt hier natürlich nicht Louisiana, aber ihr wisst, was ich meine. Da gehe ich mal lieber zu Fuß hin. Wir sind da nicht so willkommen, würde ich mal behaupten. Und der Typ hier, ja, ich verabschiede mich. Ich könnte noch mal ganz kurz eine Maske überziehen, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Wir wollen hier nur angeln gehen. Wir wollen hier nur angeln gehen. Oh. So, dann machen wir erstmal Folgendes.
Den hier. Hat ja wieder super geklappt. Jetzt aber. So, Leute. Jetzt schleichen wir uns hier einfach rum an der Seite. Da vorne ist noch ein Gegner. Auf dem Steg. Seht ihr den? Da hinten. Da sieht uns auch gegebenenfalls direkt einer. Wo ist dieser verdammte Wagen? Da ist er. Okay. War sehr unauffällig, muss ich sagen. Und wir probieren das mal. Nee, das ist jetzt für die Nummer echt schlecht. Zwei Seiten ist ganz schlecht. Okay, dann sollten wir uns auf eine konzentrieren. Lass mal hier rüber gehen. Verdammt. So. Oh, das war einer. Der hat mich gar nicht gesehen, Alter. Oh, der hat mich gut erwischt jetzt natürlich. Verdammt. Oh yeah! Patsch! Da kommt jetzt noch einer von rechts, glaube ich. Der mich ganz mies versucht zu hintergehen. Der liegt dahinter auf dem Boden irgendwo rum. Der kommt aber wieder hoch, oder? Da war nix. Ich wusste es. Ah, guck mal hier, da haben wir einiges auch angefackelt, würde ich mal sagen. Tut mir aber leid jetzt. Irgendein ins Wasser gefallen. Und da ist der Karren. Einmal bitte plündern. Ne, hier plündern sollst du. Den Wagen nehmen wir noch mit, keine Sorge. Aber erstmal gucken wir uns hier schön an, was die Boys hier dabei haben. In die Matsche bin ich jetzt nicht gegangen. Goldene Taschenuhr und so, ihr wisst Bescheid. Ist alles gute Ware. Und die Häuschen können wir auch nochmal schauen. Ich glaube, hier kommt so schnell auch kein Passant vorbei, der uns irgendwie angreifen würde. Ey, was machst du da? Was machst du da, Razza? Und fettes Danke an den Ravenger und liebe Grüße an den Ledernacken. Und natürlich auch ein fettes Danke an den Ledernacken für deine Bits und den Ravenger für das Geschenk-Abo bei Twitch. Fettes Danke an euch beide, ihr Lieben. Willkommen in der Crew, Ledernacken. Sieht dann schon nicht schlecht aus hier. Dann kommen wir hier rüber. Ah, das klappt, du. Mit ein bisschen Muskelkraft. Ja, freut mich, dass ihr am Start seid. Hier noch bei unserer gemütlichen Runde heute hier von Red Dead. Einem Spiel, das ja wirklich Suchtpotenzial hat, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr das auch selber spielt, vielleicht ist es euch vielleicht auch schon aufgefallen. Am liebsten würde man gar nicht mehr aufhören, aus dem Wilden Westen rauszugehen. Ja, noch ein paar andere Verpflichtungen zwischendurch. So, ich glaube, das reicht, oder? Guck mal, doch hier vorne könnte man theoretisch noch, da haben wir noch einen, glaube ich, liegen lassen, ne? Den hier zu einem. Ah, den haben wir schon gelootet. Hier den aber noch nicht, ne? Da, genau, hier, genau, den haben wir noch. Bin ja gierig, ne? Dann nehme ich sie alle mit. Einfach rein damit. Wir sind ja hier athletisch, einen mit 8 Waffen umgeschneit. Das ist wirklich, ne? Hey, aber alles wird angezeigt. Das finde ich cool. Ist nicht so, als hätte man 10 Waffen in der Hosentasche wenigstens, weißt du? Okay. Erstmal hier rauskommen mit dem Modell hier. Muss ich auf jeden Fall die Weitansicht nehmen. Wissen das, was da oben drin liegt eigentlich? Ist das nur der... Na, ich will es vielleicht... Sieht irgendwie komisch aus. Ach so, doch, das ist der Rührtopf, ne? Verstehe, ist für den Doktor. Wie nennt man das da, wo man die Sachen drin zerschnurgelt, zermalt? Gibt's ja auch einen Begriff, da komme ich gar nicht gerade nicht drauf, leider. Weil markieren wir schon hier. It's a doctor, ladies and gentlemen. Coach in, Coach
Oh, Alter. Sind wir selber bescheuert? Boah, ey, ich hab damit jetzt echt nicht gerechnet irgendwie. Aber egal. Bam! Verdammte Arschlöcher, ey. Darauf erstmal ein Würstchen. Ah, gönnen wir uns jetzt das erste geistige Rindfleisch mit Oregano. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Die haben mich überrascht. Die stehen dann auf einmal da. Wo ist denn Rossi? Genau, Rossi muss auch noch mitkommen. Danke für die Info. Steige ich jetzt sogar ab. Zum einen können wir ein bisschen Luft holen, ne? Naja, wir steigen wieder auf den Wagen. Aber zum anderen gönne ich mir jetzt auch das Zeug von denen. Die sind bestimmt reich gewesen. Ah, der hat auch schon viele Leute abgezogen. Aber der hat nur einen Silberring. Reich gewesen. Silberring. Revolvermunition, 4 Stück. Da habe ich ja mehr Schuss verschwendet an euch. Looten. Genau, Freunde. So, ab in die Tasche. Platinring, der war was reicher als der andere. So, und jetzt müssen wir weiter zurück. Komm, du kommst mit, Rossi. Und wir hoffen mal, dass wir nicht noch unterwegs überfallen werden. Hier, Doktor. Stell dir mal vor, wir sind ein Doktor und werden hier überfallen. Was soll das denn? Oh, da ich muss ja hin. Oh, sorry. Oh. Wie der Wagen da rumtitscht, lustig. Hallo, du Elster. Ja, sorry, Leute. Nee, deswegen sind unsere Taschen so frei gefüllt. Und deswegen haben wir so viel Kohle. Weil ich einfach nichts ausgebe und immer nur in die Tasche loote. Das ist wirklich bei allen Spielen fast. Und dann haben wir einmal Crash für wichtige Sachen. Den haben wir dann immer. Oh. Okay, sie sieht ja auch voll cool aus da mit den Kühen da vorne. Können wir ja mal ein paar klauen, ne? Ich meine, wir haben ja schon eine Schafsherde gehürtet. Wir waren ja schon Schafshirte. Sozusagen bei der Schafsherde, die wir da geklaut haben. Erinnert euch vielleicht dran mit Johnny. Johnny Marston. Johnny M. Unserem ehemaligen Charakter aus Red Dead Redemption 1. Schon witzig, dass die zusammenspielen der Vorgeschichte, wie es ja hier sein soll. Wobei ich gar nicht weiß, und das weiß ich ja noch nicht, weil ich es noch nicht durchgespielt habe, wie es aussieht, ob man hier vielleicht auch in die Gegenwart geht oder die Vorgeschichte erzählt wird und dann es einen Zeitsprung gibt. Das weiß man ja auch noch nicht. Da bin ich halt auch mal gespannt, wie das noch so vonstatten gehen wird, liebe Freunde der guten Unterhaltung da draußen. Und ich will, bitte spoilert's nicht, weil, bitte keine Spoiler. Das wär nett, ne? Also, keine Story-Spoiler. Ihr könnt mir bei Missionen ja mal gerne ein bisschen helfen, wenn ich danach frage oder so, das ist überhaupt kein Thema. Also, böse Story-Spoiler wie, Willi stirbt, ja, das wollen wir nicht sehen. So, jetzt würde er sich freuen, der Doktor. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you for that matter. The only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah. Let me give you something for your pleasure. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now.